In diesem Video wollen wir euch veranschaulichen, wie wir mehrere tausend Euro einsparen können bei der richtigen Gebläseauswahl in der Abwasseraufbereitung. Wenn man einmal bedenkt, dass etwa 70% des Energiebedarfs allein auf die Gebläse entfallen, dann kann man sich leicht vorstellen, dass hier sehr hohes Einsparpotenzial ist. Wie viel man sparen kann, sieht man auch daran, dass sich die Bundesregierung dem Thema angenommen hat. Sie fördert energieeffiziente Maßnahmen von Kläranlagen mit bis zu 200.000 Euro. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Hier haben wir es mit kleinen Parametern zu tun. Das heißt, der Druck ist gering, die Leistungsaufnahme ist gering und die Gebläse laufen vergleichsweise wenig. Das heißt, das Einsparpotenzial ist nicht allzu hoch. Daher würden wir hier Standard-Drehkolbengebläse empfehlen, da auch die Investitionskosten sehr gering sind. Der Sauerstoffbedarf muss bei Kläranlagen immer abgedeckt werden. Diese wird realisiert durch die Gebläseluft. Heißt also im Umkehrschluss, dass der Bedarf an Gebläseluft auch recht hoch ist. Da machen Schraubengebläse immer Sinn. Dann schauen wir uns den Vergleich des Energiebedarfs von Drehkolben und Schraube genauer an, schneidet das Schraubengebläse deutlich besser ab. Das Drehkolbengebläse verbraucht bei gleichem Bedarf 7 Kilowatt mehr Energie. Auf einen normalen Betrieb von 6.000 Betriebsstunden im Jahr sind das dann umgerechnet 8.400 Euro. Und mit den 18% geringeren Energiekosten hat sich die Investition in das Schraubengebläse schon in weniger als 3 Jahren ausgezahlt. Und in den folgenden Jahren spart man dann jährlich die 8.400 Euro nur durch die Auswahl des richtigen Gebläses.